Will Smith de var, Britney Spears de var, Channing Tatum de var, Jamie Oliver de var, Taylor Swift de var. Onların hepsi kısaca DEHB denilen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hastası olduklarını açık itiraf ettiler. 150 yıllık olduğuna rağmen Savruk Peter kitabını herkes tanır. Savruk Peter'in kendisi gibi aklı havada Hans ve kurtlu Philip de farklı belirtileri gösteren DEHB çocuklarıdır. DEHB her zaman vardı. Ancak başarı odaklı toplumumuzda ilgili kişiler daha fazla dikkat çekerler. Başarılı olmaları beklenir. Ama aynı zamanda akıllı telefonlar gibi sürekli ilgi çeken çeşitli uyarılardan dolayı dikkatleri dağınır. Wenn wir heute das diskutieren, dann glaube ich, dass wir ein Problem haben, das von den Kindern erwartet wird, dass sie im Grundschulalter schon verstehen, dass sie jetzt leisten müssen, damit sie dann später einen guten Übertritt aufs Gymnasium schaffen können. Während es früher so war, da vorne war der autoritäre Lehrer gestanden und der hat gesagt, lernt es, macht es. Und damit sind die meisten Kinder, so schlimm das war, irgendwie auch durch das System durchgegangen. Niemand hat eine Zukunftsangst gehabt. Und jetzt haben wir total verunsicherte Eltern, die den Kindern viele Freiheiten einräumen in den ersten Lebensjahren, wo man auch viel von der Verhaltenssteuerung letztlich noch bedingen, beeinflussen kann. Dann sind plötzlich alle verwundert, wenn die in die Grundschule kommen, dass sie nicht von sich aus ein angepasstes Verhalten zeigen, wenn sie jetzt plötzlich im Klassenzimmer da sitzen müssen. Aber selbst da sind die Strukturen dann wieder viel offener. Da sitze ich dann am Gruppentisch, ich habe mein Gegenüber, ich werde von dem abgelenkt, die Klassenzimmer sind alle bunt, der Lehrer ist nicht mehr die Autorität, die vorne steht. Und während viele Kinder, die eine normale Steuerungsfähigkeit haben, damit gut umgehen können, bleiben die ADHS-Kinder in diesem Kontext dann zurück, weil sie das eben nicht leisten können. DEHB'nin en önemli belirtisi dikkat eksikliğidir. Mental bozukluk olan DEHB, dikkatimizin iradeli kontrolünü oldukça etkileyebilir. İradeli şekilde etkili olamadığımız bir durumu hepimiz yaşamışızdır. Örneğin utanç duygusundan dolayı aniden yüzümüz kızarabilir. Bu durumda mahcup oluruz ama durumu irademizle etkileyemeyiz. DEHB davranış ve duygu bozuklukları grubuna aittir. DEHB'li insanlar çevrelerini farklı algılarlar. DEHB'li çocuklar farklı hissederler, düşünürler ve davranırlar. DEHB'ye çocukların yaklaşık %5'inde rastlanır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bu klinik tablonun iki çeşidini kapsayan bir ana terimdir. Hiperaktivite mevcut veya eksik olabilir. DE hastaları, yani dikkat eksikliğine mağdur olan ama hiperaktif olmayan insanlar, çoğu kez dalgın ve bazen sanki yavaşlatılmış bir etki bırakırlar. Buna karşı hiperaktif DEHB hastaları, çoğu kez hareketli ve kıpırtılılardır. Hareket etkilerini ancak güçlükle kontrol edebilirler. Bilgisayar kanıtlara göre, DEHB'ye özellikle kalıtımsal etkiler sebep olmaktadır. Beyindeki aktarıcı maddelerin eksikliğinden dolayı hastalar bilgileri ancak güçlükle süzebilirler. Und daraus resultieren eben Konzentrationsstörungen, daraus resultiert die Schwierigkeit, Wichtiges zu erkennen, daraus resultiert auch Motivationsprobleme und daraus resultiert auch die Kontrolle über die Gefühle zu haben. Önemli olan şudur, DEHB'ye ne yetiştirme ne de çevre etkileri sebep olur. Fakat bu unsurlar hastalık sürecini olumlu veya olumsuz şekilde etkilerler. Wir wissen, es ist sehr förderlich, wenn Kinder Unterstützung bekommen, wenn Kinder viel Sport machen, wenn Kinder auf dem Land aufwachsen, wenn viel Grenzen und Regeln da sind, die auch eingehalten werden, dann ist das für ADS-Kinder hilfreich. Televizyon, bilgisayar oyunları, akıllı telefonlar veya karmakarış bir çevre de DEHB'ye sebep olmasalar bile DEHB'nin belirtilerini güçlendirebilirler. Ich weiß, dass ich ADHS habe seit circa meinem 4. Lebensjahr. Eigentlich wusste ich das schon immer, ich bin damit aufgewachsen. Mein Bruder hatte auch ADHS und meine Eltern auch. Deswegen war es immer so ein Begriff. Mit dem habe ich aber halt in den jüngeren Jahren eigentlich nie was anfangen können. So. Ich weiß noch, wie meine Mutter mir eben gesagt hatte, dass wir damals, als ich noch in Amerika gelebt habe, mit 4 dann zu der Kinderpsychologin gegangen sind. Und ich dann damals meine Diagnose bekommen habe. Ich war früher
der größte K.O. sozusagen, auch komplett hyperaktiv, durchgedreht. Einfach als dann ganz schnell gereizt. Zum Beispiel wusste ich, dass ich in der Klasse mich einfach nicht konzentrieren konnte zum Beispiel oder dass ich einfach die ganze Zeit rumgehampelt habe, obwohl ich es gar nicht so richtig wollte und nicht der Einzige war in der Klasse, der so drauf war. Und hatte ich halt mit der Diagnose eine Erklärung dafür. Ich glaube, ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, wo ich gesagt habe, ich bin so wie die anderen. Es war immer, ich war anders. Und das war in vielen Teilen auch ein beunruhigendes Gefühl, aber auch etwas, womit ich mich auch besonders gefühlt habe. Das hat mich auch dazu motiviert, immer so optimistisch durch all die Jahre zu gehen, auch mit all den Therapien und so weiter. Ja, jetzt heutzutage ist es so eigentlich, dass ich meistens in der Klasse so der Ruhige bin und der auch sozusagen mehr ab kann, im Gegensatz zu anderen. Also ich kann mich mit meinem ADHS auf Dinge, die mich interessieren, sehr stark fokussieren, kann da ewig lang dran arbeiten, ewig dran tun und machen. Zum Beispiel, ich lerne gerade eine Programmiersprache und kann da stundenlang mich dran setzen, ohne zu ermüden und daran weiterarbeiten. Es führt auch zu meiner Spontanität, zu meiner Kreativität, dass ich auch, wenn ich Sachen sehe, wo ich mich nicht zweimal fragen muss, schreite ich da ein oder schreite ich da nicht ein, da schreite ich ein. Ich glaube, das ist so eine Sache, die mich ausmacht und die will ich auch überhaupt nicht vermissen. Gut, ich habe ADHS, habe ein paar Nachteile, aber die kann ich sozusagen halt einfach gucken, dass ich die ausblenden kann und die mit anderen Sachen, also mit den positiven Seiten sozusagen wieder auffüllen. Und so ist es an sich auch wieder im Gleichgewicht. Vieles bleibt einem doch erhalten. Das heißt, so dieses Thema, sich selber zu organisieren, dieses Thema, die Kontrolle über die Gefühle zu bekommen, rechtzeitig in die Gänge zu kommen, Sachen zu Ende zu machen, das ist oft auch noch im Erwachsenenalter eine Herausforderung, damit einen guten Weg zu finden. Aber im Erwachsenenalter ist es ja eher möglich, dass ich mir meine Bedingungen so ein bisschen selber auswähle. Welchen Beruf will ich ergreifen, dass der zu meinen Stärken und Fähigkeiten, aber auch zu meinen Schwächen passt. Insofern kann Heilung in dem Sinne irgendwann so sein, dass keine Behandlung nötig ist mehr, aber zum Teil bestehen die Symptome eben weiter vor. Und es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man sich Menschen sucht, die einem gut tun und die zu einem passen. Düşünce tarzlarıyla oldukça yaratıcı ve eleştirici olabilirler ve böylece yepyeni görüş şekillerini oluşturabilirler. Aralarında sanatçıların haricinde diğer meşhurlar da vardır. Örneğin siyasetçi Christoph Laue, doktor ve komedyen Eckhard von Hirschhausen, profesyonel dünya şampiyonu Sven Otke ve blog yazarı Sasha Lobo. Gerekli destekleri vaktinde uygulayabilmek için DEHB'yi çocuk yaşında mümkün olduğu kadar erken fark etmelidir. Also einen speziellen ADHS-Test gibt es nicht. Also das wird häufig gefragt, ich möchte mein Kind auf ADHS testen, machen Sie mal den Test. Die Diagnostik setzt sich aus verschiedensten Bausteinen zusammen. In einem Gespräch mit den Familien und den betroffenen Kindern werden erstmal die Kinder und die Eltern ausführlich zu den Problemen in der Schule, im Freizeitverhalten und auch in der Familie befragt. Die Lehrer werden häufig ebenfalls befragt, häufig mittels Fragebögen, die wir ausgeben. Zusätzlich werden für die Untersuchung der Kinder und Jugendlichen verschiedene Leistungstests eingesetzt. Die Verhaltensbeobachtung der Kinder und Jugendlichen in den Untersuchungen sind ebenfalls sehr wichtig und sehr aufschlussreich. Da lassen sich auch viele wertvolle Hinweise finden. Und letztendlich ist auch nochmal die Fragebogendiagnostik der Eltern und der Kinder auch ganz, ganz wichtig. Und am Ende des ganzen Prozesses findet eine Auswertung aller Ergebnisse statt. Und die werden auch mit den Familien, also mit den Eltern und den Kindern und Jugendlichen ausführlichst besprochen. Also es gibt ja keine spezifischen Tests, mit denen man eine ADHS wirklich sicher bestimmen kann. Also sammeln wir mit allen Tests, die wir machen, Hinweise. Und regelmäßig gehört als ein Baustein dazu für die Diagnostik ein Konzentrationstest, der bei uns immer am Computer stattfindet. Das heißt, es gibt eine einfache Aufgabe, die aber für Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstörung oft sehr schnell sehr langweilig werden. Und wir gucken in diesen Konzentrationstest dann, ob die Kinder trotzdem bei dieser langweiligen Aufgabe bleiben können. Das ist für uns ein deutlicher Hinweis. Wir testen mehrere Dinge in diesen Tests, also zum einen, wie schnell die Kinder reagieren, wie kontinuierlich sie arbeiten
und ob sie Ergänzungsfehler machen oder Auslassungsfehler machen. Und das können Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstörung regelmäßig schlechter als Kinder ohne eine Aufmerksamkeitsstörung. Ein weiterer Baustein in der Diagnostik, der uns auch ganz entscheidend wichtig ist, sind immer die Leistungsteste. Das heißt, wir messen die Intelligenz, und wenn die Intelligenz anders ist als die Dinge, die Kennzeichen sind für eine Aufmerksamkeitsstörung, wenn da ein großer Unterschied ist in den Ergebnissen, dann bekommen wir weitere Hinweise, die wichtig sind für uns. DEHB belirtileri ciddi sorunlar yaratırsa, aileler eğitim danışma dairelerinde, gençlik kurumlarında, doktorlarda ve tedavicilerde yardım başvurusunda bulunabilirler. Ayrıca bütün ülkede hem anne babalara hem de hastaların kendilerine yönelik birçok yardımlaşma grupları vardır. Der ADHS Deutschland e.V. ist eben ein eingetragener Verein, im Grunde ein Dachverband von zahlreichen Selbsthilfegruppen, die für Betroffene selbst mittlerweile, weil es eben auch durchaus eine ganze Reihe von Gruppen gibt für Erwachsene und eben Angehörige, oft Eltern eben von Kindern mit ADHS, eine Unterstützung bieten. Im Grunde ist es zweigeteilt. Das eine ist diese Selbsthilfe, wo jeder mit jedem spricht, die Gruppen. Wir haben aber auch Internetberatung, wir haben Telefonberatung. Und der zweite Teil ist eben, dass der Verband auch die Aufgabe hat, letztlich für eine Öffentlichkeitsarbeit zu sorgen, damit die Akzeptanz für ADHS verbessert wird. Profesyonel tedavi bugün geniş çaplı bir şekilde uygulanmaktadır. İlaç almakla sınırlanmış değildir. Başarı vaat eden birçok tedaviler vardır. Örneğin psikomotor ve ergoterapi gibi gruplara yönelik sunular veya bireysel davranış terapisi. Ja, es geht zum einen darum, dass man diese Diagnose erstmal stellt und dann einfach auch eine Erklärung geben kann, was sind denn die Besonderheiten von ADS, worin bestehen die Schwierigkeiten von ADS. Und das muss man auch kindgerecht machen, dass einfach auch die Kinder ein Modell davon kriegen, was, ja, dass sie das greifen können. Was ist denn mit meinem ADS? Warum habe ich das? Was sind die Auswirkungen davon? Dass man natürlich auch den Eltern Unterstützung gibt, wie gehe ich mit den ADS-Symptomen um, dass man mit den Lehrern spricht und erklärt, worin die Schwierigkeiten der ADHS-Kinder bestehen. Der nächste Schritt wäre dann eben auch Stärken fördern. Und das ist ganz wichtig, dass man ADS eben nicht nur als Defizit begreift. Ich sage immer, ADS ist eine besondere Art zu sein. Ein guter Platz in der Gemeinschaft finden, Sportvereine, Pfadfinder, Musikvereine, und das alles ist oft für ADHSler sehr wichtig, weil man da einfach auch soziales Training hat, weil man auch da gute Erfahrungen machen kann, wenn man etwas gut kann. ADHS-Kinder haben oft wenig Erfahrung von Erfolg, und den brauchen sie dringend. Und das ist schade, wenn sie einfach immer nur Misserfolge und Niederlagen haben, und hier brauchen sie eine besondere Unterstützung. Nächster Punkt wäre eben Elterntraining. Eltern brauchen oft auch ganz konkrete Anweisungen. Wie gehe ich um mit problematischem Verhalten? Wie gehe ich um mit Trotz, mit Wutausbrüchen, dass sie eben angemessen ihr Kind unterstützen können? Es gibt dann auch spezielle Konzentrationstrainings für Kinder. Es gibt auch Verhaltenstherapie, und man muss einfach gucken, wie fördert man individuell das Kind. Das muss man einfach von Kind zu Kind sehen, welche Behandlungsschritte es bedarf. Und als letzter Schritt wäre eben auch die medikamentöse Behandlung. Die kann eben oft auch hilfreich sein, dass ein Kind überhaupt erst in der Lage ist, ja, Erfahrungen aufzunehmen und auch dann in seinem Leben umzusetzen. Seitdem ich jetzt alleine wohne, habe ich auch mit dem Gedanken gespielt, ob ich tatsächlich auch mal ohne die Medikation mal leben möchte. Und das war für mich weniger eine Frage, will ich abhängig sein von Medikamenten? Das war für mich mehr eine Frage, schaffe ich es? Schaffe ich die Aufgaben, die die Gesellschaft mir entgegenwirft? All die gesellschaftlichen Erwartungen, für die ich partout einfach gar überhaupt nicht motiviert bin, die zu tun und die zu erfüllen, dann schaffe ich das tatsächlich alleine nicht ohne Medikamente. Was ich aber für mich selber sage, für mich helfen die Medikamente, normal zu wirken, dass ich mich auch wohlfühle, dass ich mein Chaos in meinem Kopf nicht mehr so stark spüre. Es hilft mir einfach, fast, ich sage es jetzt mal einfach mal so, normal zu sein, dass ich quasi dasselbe kann wie andere Menschen.
İlgili kişiler için günlük hayatın düzeni önemlidir. Evi nasıl toplarım, her şeyi unutmamak için nasıl liste hazırlarım, bir ödeve nasıl başlarım, hem vaktimde neler önemlidir, neye odaklanmam lazım, neler dikkatimi kaçırır? Gerade für Kinder, die Schwierigkeiten haben, ihr Verhalten selber zu kontrollieren, sind natürlich äußere Strukturen, die letztlich ein bestimmtes Verhalten auch ganz natürlich machen, weil es in gewisser Hinsicht vorgegeben ist, extrem wichtig. Das heißt jetzt für einen Alltag in der Familie, dass man bestimmte Regeln aufstellt, die dazu führen, dass man nicht so viele Alltagskonflikte letztlich hat. DEHB özel bir varoluş tarzıdır. İlgili kişilerin şahsiyetlerinin bir parçasıdır. Her şahıs ömür boyu onunla uygun şekilde uzlaşabilmek için mücadele vermek zorundadır. DEHB hastası öğrenciler, DEHB'nin tipine göre çok farklı olabilen, göze çarpan davranış tarzlarını sergilerler. DEHB'li çocukların çoğu aynı arkadaşları gibi olmak isterler, sevilmek ve sayılmak isterler. Fakat DEHB'nin sayesinde istedikleri gibi davranmakta zorluk çekerler. Ön cephede sınıfın palyaçosu rolündekiler, bu nedenle çoğu kez aslında farklı olmanın ve bunu değiştirememenin çaresizliğini yaşamaktalardır. In der Grundschule habe ich es am meisten eigentlich mitgemerkt, weil ich einfach da vom Verhalten des Kindes gecheckt habe, was ist da jetzt bei mir sozusagen falsch, was läuft da falsch, wieso ist es so, warum ausgerechnet ist es bei mir so. Das war dann auch am Anfang in der Zeit vom Gymnasium. Auf jeden Fall waren immer meine Interessen anders. Im Vorschulalter war es dann immer, ich wollte immer mehr Action, ich wollte immer mehr Aufregung, ich wollte immer mehr und mehr. Während die anderen schon immer sagen, na, nichts mehr, wir haben schon irgendwie genug. DEHB hastaları çoğu kez motorik huzursuzluklarının etkisi altındalardır. Onlar sakince oturdukları yerde durmayı beceremediklerinden dolayı müsaadesiz olarak ayağa kalkarlar. Dikkatlerini uzun bir süre korumakta zorluk çektikleri için derslere çoğu kez odaklanamazlar. Uyarı hassaslıkları onları derslerden saptırır. Kendi düşünceleri, çevrelerindeki sesler ve hareketler onların dikkatlerini çekerler. Böylece derslerin çoğu ayrıntılarını kaçıran DEHB hastaları, duyduklarını sıralamakta ve hafızaya kaydetmekte zorluk çekerler. Ve nihayet sürekli huzursuzluklarını kontrol etmeye, hem de kafadaki ve okul çantasındaki karmaşayla mücadele etmeye çalışırlar. DEHB hastaları, hatalarının düzeltildiği veya onlara itiraz edildiği durumlarda kolayca alınırlar, geri çekilirler veya çok öfkelenirler. Bu halde başkalarına karşı bir çizgiyi aşabilirler. DEHB'liler haksızlığı iyi hissederler. Belli bir fikri edindikten sonra bu fikri inatla savunabilirler. Hem çok hassas ve alıngan, hem de neşeli ve coşkun olabilirler. DEHB hastalarına göre başka insanların şu duruma anlayış göstermeleri önemlidir. Fevri davranışları kötü niyetli değildir. Daha doğrusu duygularını uygun şekilde kontrol edemediklerinin bir göstergesidir. Also jetzt gerade im Vergleich zu den früheren Lehrern und jetzt zu denen auf der Realschule, die ich jetzt hatte, war einfach der Unterschied ganz krass. Hier auf dem Gymnasium, die haben halt gesagt, so hier mach deine Sachen fertig, das ist fatal sozusagen für uns. Wir sagen uns so, ich habe keinen Druck dazu, mache ich es einfach nicht, interessiert die ja nicht. Letztendlich haben wir dann am Ende das Problem, wir können die Sachen nicht. Und das war jetzt dann zum Beispiel auch auf der Realschule komplett anders, da haben die Lehrer wirklich sich um einen gekümmert sozusagen. Gerade bei mir sind die Lehrer ein bisschen mehr darauf eingegangen, so ja komm ey, das und das ist dann halt, das kannst du nicht. Am Ende in der Arbeit kriegst du dann wieder eine schlechtere Note. Und das will man ja am Ende nicht. Also gerade einfach diese Kommunikation mit den Lehrern, dass nicht einfach so die Lehrerbasis ist, ja, ist halt mein Lehrer, sondern auch so ein bisschen mit so als Freund rüberkommt. Ich glaube, ohne diese Lehrerin hätte ich zum einen nicht mein Abitur geschafft. Ich hätte nicht die Motivation bzw. dafür aufbringen können. Noch hätte ich es quasi mental mit dem Verhältnis meiner Klasse, die zu dem Zeit recht schwierig war, überhaupt geschafft. Durch ihr habe ich auch überhaupt gelernt, auf andere Menschen versuchen zu verstehen, auch nicht immer aus meiner Perspektive
ich bin so wie der andere zu denken, sondern der andere kann es auch anders interpretieren. Er kann es auch anders verstehen. Und mein Verhalten kann zwei verschiedene Reaktionen und nicht nur eine bestimmte Reaktion auslösen. Und ich glaube, wäre sie nicht gewesen, das war sozusagen für mich fast wie ein Glücksfall, dann wäre ich zum einen nicht die Person, die ich heute wäre, geschweige denn mit dem Studium, noch mit einem eigenständigen Lebensstil. Öğretmenlerin ve sınıf arkadaşlarının hastaların özel durumlarını anlamaları ve kabullenmeleri önemlidir. Ancak her şeyi hoş görmeleri ve her şeye katlanmaları da şart değildir. Herkeste olduğu gibi hastaların da belli sınırları olmalıdır. Bu sınırları aştıkları durumlarda uyarılmaları şarttır, özellikle başkalarını incittikleri durumlarda. Hastalar dikkatsizliklerinden, duygu durum dalgalanmalarından ve kontrolsüz davranışlarından zaten kendileri rahatsızdır. Sınıf arkadaşları bu davranışlara anlam veremezler. Öğretmenler ise huzursuzluktan, dikkat dağılmasından ve ağırlıktan şikayetçilerdir. Böylece derslerde zaten çoğu kez gergin olan ortam özel zorluklar yaratabilir. DEHB'nin nedenleri hakkında bilgilenmeden kabullenme gerçekleşemez. Buna rağmen sınırlar belirlenmelidir ve hastalara rahatsız edici davranışları geri yansıtılmalıdır. Önceden söyleyelim, hastaları bir düğmeyle açıp kapatmak mümkün değildir. Okulda alınan tedbirler tedavinin yerini dolduramazlar. Kesin bir çözüm yoktur. Okullardaki şartlar, öğretim görevlileri, sınıflar ve hastaların kendileri o kadar farklıdır ki, durumu herkes için kolaylaştırmak için bireysel tedbirleri araştırmak gerekir. Sınıfta herkes faydalanmalıdır ve iyi hissetmelidir. Öğretmenler dahil, onların işi özellikle büyük sınıflarda zaten bir hayli zordur. Hastaların her sınıf odasında belli bir yerde oturmalarında fayda vardır. Mümkünse ön sıralarda, öğretmene yakın, bir sırada tek başına ve pencereden uzak olarak. Derslerin akışını sürekli uyarılarla kesintiye uğratmamak için belli işaretler veya kesin talimatları temsil eden kartlar kullanılabilir. Ders saatini aksatmamak için ara sıra göze çarpan bir davranışın üstünde fazla durmamakta da fayda vardır. Tahtayı silmek veya malzeme toplamak gibi ufak işler DEHB hastalarının hareket zorlantısını yönlendirebilir ve çoğu kez rahatlayıcı etki gösterir. Bütün sınıfla yapılan hareketli oyunlar da herkesin dikkatini ve odaklaşmasını geri getirmekte yardımcı olabilir. DEHB'li öğrencilerin bütün diğer öğrencilerden daha fazla olumlu pekiştirmeye ihtiyaçları vardır. Bazen kısmi başarılarda verilen bir övgü bile düşük özgüvenlerini artırmakta yardımcı olabilir. Bütün sınıf bir hafta boyunca belli bir iyi niyeti yerine getirmeye çalışabilir. Mesela dersi kaldırılmadan bir şey söylenmez. Öğrenciler kendileri öneride bulunursa iyi niyetlerin yerine getirilmesi daha kolay olabilir. Takviye planları da yardımcı olabilir. Yani mesela bir anlaşmayı yerine getirenlere verilen mükafatlar. İse o zaman planları işlem kontrolünü geliştirebilirler ve davranışların kendinden ayarlanmasında destekçi olurlar. DEHB hastaları öğretim görevlilerini ve sınıf arkadaşlarını bazen rahatsız etseler bile, sınıf birliğinin saygılı bir üyesi olmak onlar için çok önemlidir. Ich will auf jeden Fall ich selber sein. Ich möchte aber auch von anderen Menschen respektiert werden. Nein, aber ich möchte auch von anderen Menschen respektiert werden. Und ich möchte aber auch dasselbe schaffen, also sozusagen eben dieser großer Stolz in mir, ich will dasselbe schaffen wie andere. Psikolojik baskıyı önleyebilmek için öğrenciler DEHB'lileri daha iyi anlayabilmelidir. Sürekli tartışmanın ve kavga etmenin yerine onlara kesin bir hayır ile sınır koymak çok daha faydalıdır.
Teneffüslerde sınıf arkadaşları DEHB hastalarını yalnız bırakmayıp oyunlarına dahil etmelilerdir. DEHB hastalarının repertuarında iyi ve hayret verici fikirler vardır. Hem de esprili ve cazibeli olabilirler. Okulda da onlara bu yeteneklerini gösterme ve geliştirme fırsatı tanınmalıdır. Mir ist es letztlich wichtig, dass die ADHS als eine Verhaltensvariante anerkannt wird und nicht als das Störungsbild gesehen wird, was im Grunde Kinder von vornherein ausschließt von bestimmten Aspekten oder Teilhabe an bestimmten Gruppen. Was so gesehen wird, dass man es im Grunde wie eine Krankheit behandeln muss und ansonsten ist es mehr oder weniger unmöglich, dass diese Personen in der Gesellschaft ein normales Leben führen. Und insgesamt auch die Information darüber, dass es einfach durch eine genetische Disposition von Anfang an Kinder gibt, die ein besonderes Verhalten zeigen, sich schwerer tun, sich in Gruppen einzufügen, sich in Gruppengemeinschaft dann auch zu konzentrieren und dass man auch die Pädagogik ausrichtet auf solche Kinder und nicht nur diejenigen bedient, die letztlich gut selbstgesteuert im Alltag sich bewegen. Ich finde, die Gesellschaft muss bereit werden für ADHS. Die Gesellschaft braucht Menschen mit ADHS.